Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute super spannende Neuigkeiten für euch. Und zwar launche ich heute mit diesem Video mein neues Format und zwar Kisus Beauty School. Ich war schon immer jemand, der super gerne andere Leute geschminkt hat. Hab super früh damit angefangen. Es hat mir einfach so Spaß gemacht und mir so viel Freude bereitet, wenn ich den Leuten, die ich geschminkt habe, anhand von einfachen Schritten erklären konnte, wie sie halt das und das schöner machen können oder keine Ahnung, denen einfach was beibringen konnte und dass sie dann immer super glücklich waren, dass die ein bisschen anders aussahen oder einfach gemachter aussahen. Das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich das sehr, sehr gerne gemacht habe, also privat mit Freunden. Und ich habe vor ein paar Jahren auch andere Leute geschminkt, auch für die Kamera. Habe das aber nicht mehr weitergeführt, weil es halt immer schwierig war, irgendwie Leute zu finden, die sich dann halt vor die Kamera trauen oder die auch schnell vor der Kamera einfach aufgehen und offen sind und sich halt trauen, auch mal sich ungeschminkt zu zeigen. Und mit dem Format Kisus Beauty School möchte ich euch einfach ganz, ganz viele schöne Tutorials zeigen mit neuen Produkten. Oder auch einfach die Basic Tutorials anhand von einfachen Schritten erklären und euch zeigen. Und ich hoffe, dass ihr daraus was lernen könnt. Oder auch einfach nur Inspiration für euren Alltag mitnehmen könnt. Und das alles an Mädels oder Frauen, die halt wirklich nahbar sind. Weil immer an mir die Looks zu schminken, ist halt ziemlich schwierig, weil ihr nicht alle Asiaten seid und ihr nicht alle diese Augenform habt, die halt so ein bisschen schwieriger zu schminken ist, wie ich finde zum Beispiel, wenn man nicht super krasse Smoky Eyes hat und ja, dann sieht man immer nicht so den Unterschied von vorher zu nachher oder es wird manchmal ein bisschen fleckig, weil das Augenlid halt einfach nicht so perfekt ist, sage ich mal. Und ja, da habe ich heute mein erstes Model, es ist eine Zuschauerin, die Selina, habe ich dann einfach gefragt, ob sie Lust hat, für einen No-Make-Up-Make-Up-Look vor die Kamera zu gehen und sie ist super offen und es war so einfach mit ihr zu drehen, deswegen bin ich sehr, sehr happy drüber. Der No-Make-Up-Make-Up-Look ist ein perfekter Look für die Schule, wo ihr so mit ein paar Produkten einfach was super Schönes schminken könnt, ohne dass ihr doll geschminkt aussieht. Und ich habe dafür ein paar Produkte aus der Drogerie für euch ausgewählt und die werde ich euch natürlich auch vorstellen. Kisus Beauty School möchte ich erstmal zweimal im Monat machen, dass ihr alle zwei Wochen irgendwie ein neues, cooles Tutorial habt. Und ja, lasst mir euer Feedback da, gebt mir auch gerne eure Videowünsche und Ideen ab und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Als allererstes beginnen wir mit der Basis und da die meisten jungen Mädels eigentlich ganz gute Haut haben, benutze ich hier nur einen Concealer und trage den ganz dünnflächig in so einem Dreieck unter dem Auge auf und so ein bisschen auf Stellen, die gerötet sind oder wo ein paar Unreinheiten sind. Klar, wenn man ein bisschen problematischere Haut hat, dann kann man auch ein bisschen mehr abdecken und eine Foundation benutzen, aber die meisten Mädels, glaubt mir, ihr habt gute Haut, ihr müsst euch nicht unter einer Maske verstecken. Versucht wirklich nur eure Unreinheiten abzudecken und nicht euer komplettes Gesicht, damit eure Haut auch so ein bisschen zum Vorschein kommt. Und das Ganze arbeitet ihr am besten mit einem angefeuchteten Beauty Blender ein oder mit einem Make-up Eye. Ich finde, damit sieht das Ergebnis am natürlichsten aus. Und je nachdem, wo ein bisschen mehr Deckkraft gebraucht wird, könnt ihr auch nochmal mit dem Concealer dort rüber gehen und noch eine zweite oder auch dritte Schicht aufbauen. Ihr kennt das ja, wenn ihr den Tag über in der Schule sitzt und wirklich euch angestrengt habt, dann hat man das Gefühl, dass am Ende des Tages gar nichts mehr vom Make-up übrig ist. Das könnt ihr verhindern, indem ihr einfach so ein transparentes Puder über euer Gesicht gebt. Ich benutze hier zum Beispiel eins von Essence, das ist ganz gut. Das versuche ich wirklich einzuarbeiten in die Haut, damit der Concealer wirklich fest fixiert wird und das Ganze dann über den Tag hält. Und je sauberer ihr das alles einarbeitet, desto besser hält das am Ende und je dünner die Schichten sind, die ihr aufbaut, desto weniger wird auch am Ende des Tages verschwinden. Dann kommen wir auch schon zu den Augenbrauen. Celine hat eigentlich ganz gute Augenbrauen, sodass man nur hier ein Puder verwenden muss und hier fällt mir der Pinsel raus. Ich benutze hier den einen von Essence und benutze die zwei Farben ein bisschen gemischt, um ein paar Lücken aufzufüllen. Die Augenbrauen sollen das Gesicht umrahmen, damit man ein bisschen definierter aussieht und es öffnet auch so ein bisschen die Augen und das Ganze bürste ich dann aus am Ende, damit man keine harten Kanten sieht. Ein bisschen Lidschatten darf auch bei einem No-Make-Up-Make-Up-Look sein. Hier habe ich von P2 diese neuen Paletten und die sind so gut pigmentiert. Ich benutze hier so eine helle Farbe, die so ein bisschen ins Roségold geht, auf das komplette Augenlid und verteile das ganz, ganz dünn und ganz, ganz leicht, sodass, wenn man die Augen zumacht und aufmacht, dass es so leicht im Licht changiert und dass es einfach so ein leichter Hingucker ist und dass die Augen dann auch nicht mehr so gerötet wirken. Und das versuche ich nach außen hin natürlich auch zu verblenden.
Aber wie gesagt, ich halte das ganz simpel, einfach nur damit die Augen nicht komplett müde aussehen, sondern dadurch ein bisschen wacher wirken. Wenn ihr keinen Lidschatten auftragen wollt, dann empfehle ich euch trotzdem Mascara aufzutragen, weil das öffnet euer Auge und umrahmt euer Auge auch. Davor benutze ich eine Wimpernzange, damit die Wimpern ein bisschen gebogen werden, und eine wasserfeste Mascara, damit den Tag über nichts unter eurem Auge landet, sondern schön alles auf den Wimpern bleibt. Und da benutze ich eigentlich ganz gerne die von Catrice. Und wie ihr sehen könnt, macht das schon einen richtig großen Unterschied, obwohl das noch nicht mal lange dauert, sondern wirklich nur ein Augenprodukt, was das komplette Gesicht verändert. Und hier habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar, wenn ihr die Mascara am Außenwinkel so ein bisschen mehr betont, sehen die Augen so ein bisschen definierter aus. Und wenn ihr dann noch ein bisschen hellen Lidschatten in den Innenwinkel eures Auges gebt, dann wirken eure Augen automatisch wacher. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euer Gesicht natürlich auch noch ein bisschen definieren. Hier habe ich so ein Konturpuder, welches ich ganz, ganz leicht nur unter die Wangenknochen gebe. Und den Highlighter, der in der Palette ist, trage ich auf den höchsten Punkt der Wangen auf. Das müsst ihr aber nicht machen. Was ich aber sinnvoll finde, ist, das Rouge aufzutragen. Hier habe ich zum Beispiel einen Rouge und Highlighter in einem von Essence, den ich dann auf die Apfelbäckchen aufgebe. Ich finde, es macht einfach viel, viel wacher und frischer. Wenn ihr zum Beispiel müde seid und die Haut ein bisschen fahl ist, dann wirkt ihr einfach ein bisschen gesünder. Und ja, das Ganze könnt ihr dann beenden, indem ihr so ein bisschen Lippenprodukt auftragt. Ich mag eigentlich immer ganz gerne matte Sachen, weil man die ganz gut einarbeiten kann und weil die dann nicht so auf den Lippen sitzen und ganz gut so sich mit den Lippen verbinden und dann auch über den Tag besser halten. Und das Ganze fixiere ich am Ende mit einem Fixierspray. Das hier ist jetzt von Essence, damit am Ende wirklich nichts mehr verrutscht und alles ein bisschen matter wird und den Tag über hält, damit ihr nach 8 Stunden Schule nicht denkt, oh mein Gott, wo ist mein ganzes Make-up hin? Und das ist der fertige Look und ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Jetzt könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Look findet oder wie ihr euch am liebsten für die Schule oder fürs Büro oder für die Uni schminkt, wenn das mal ganz schnell gehen soll und wenn ihr so nur ganz leicht geschminkt aussehen möchtet. Ich bin natürlich unglaublich gespannt auf euer Feedback. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich eure Videovorschläge. Was soll ich euch noch zeigen? Oder soll ich irgendwelche Vergleiche machen mit den Produkten oder einfach neue Produkte vorstellen? Und ja, das war's dann heute mit dem Video. Ich danke natürlich dir nochmal, Selina, dass du so schnell dich gemeldet hast bei mir. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!